Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wird es wieder einen kleinen Serientalk geben, denn ich möchte mit euch gemeinsam über die dritte Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht sprechen. Beziehungsweise, ich glaube nicht nur über die dritte Staffel, sondern insgesamt einfach so ein bisschen über dieses Thema, über diese Serie. Und ich hatte damals, als die erste Staffel herausgekommen ist, schon, glaube ich, auch so ein Buch versus Serienvergleich gemacht, weil auch die erste Staffel für mich schon eine absolute Highlight-Staffel war. Und ja, wir fangen einfach mal von vorne an. Und zwar läuft jetzt, glaube ich, seit etwas über einer Woche oder knapp zwei die dritte Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht. Und viele haben ja schon nach der ersten Staffel sich so ein bisschen gefragt, welche Geschichte wird da weiterhin erzählt. In der Serie, in der ersten Staffel, wurde ja das Buch von Jay Escher gleichnamig sozusagen ja verfilmt. Wir haben ein junges Mädchen, das Selbstmord begeht aus verschiedenen Gründen. Sie hinterlässt 13 Kassetten, wo sie jemanden persönlich anspricht, der irgendwie damit eine Verantwortung tragen soll an ihrem Selbstmord, insofern also ja, man das überhaupt jemanden weitergeben kann. Die Geschichte greift sehr viele Themen der Jugendzeit auf, der Highschool-Zeit auf. Wie gehen Sportler mit jungen Frauen um? Es gibt sehr viel Gewalt, es gibt sehr viele Kraftausdrücke, es geht auch sehr in die Missbrauchsszene, sage ich mal, hinein. Also wie wird mit Vergewaltigung umgegangen, mit Schlägereien, mit dem Mobbing von jüngeren, schwächeren, unsportlicheren? Was passiert, wenn sich Menschen irgendwie zurückziehen? Fällt das auf? Nützt es, dass man Schulpsychologen hat und Ähnlichem? Und alles wird in der ersten Staffel so ein bisschen von verschiedenen Charakteren getragen. Es gibt natürlich unsere Protagonistin, die auch diesen Selbstmord begeht. Und das ist überhaupt kein Spoiler, denn das erfährt man relativ früh der Geschichte. Und wir verfolgen eben die verschiedenen Charaktere, hören uns die Kassetten an. Uns wächst Clay sehr ans Herz, der ein guter Freund von Hannah war, die diesen Selbstmord begangen hat. Und durch seine Augen hören wir auch im Grunde diese Kassetten. Und ich fand damals schon das Buch sehr nervenzerrend und sehr gänsehautlastig. Also ich merke auch direkt, wie jetzt wieder die Gänsehaut an den Armen kommt und das bei 28 Grad Außentemperatur. Und ich fand das Buch damals sehr gelungen. Ich war froh, dass ich es gelesen habe, nicht gehört habe, denn ich glaube, wenn man hört, wie andere Leute etwas hören, das hätte mich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr getriggert. Ich fand diese Sogwirkung dieser Geschichte sehr faszinierend. Ich fand die erste Staffel grandios umgesetzt. Ja, sie war brutal. Ja, sie war sehr gewaltvoll. Manches ist im Nachgang, glaube ich, auch umgeschnitten worden, dass es die Dramatik nicht mehr ganz so gezeigt hat, beziehungsweise diese rohe Gewalt, die man auch gefühlt hat. Es gibt immer wieder eine Warnung. Die Serie ist, glaube ich, ab 16 und das ist, glaube ich, auch gut so. Also ich glaube, viel jünger, dann kann man das nicht greifen. Was ich sehr gut fand, in der zweiten Staffel hat man auch immer wieder eingeblendet, dass diese ganzen jungen Schauspieler uns im Grunde mitteilen, dass wenn du als Zuschauer davon betroffen bist, dass du dir Hilfe suchen sollst. Und auch Nummern sind eingeblendet, Seiten sind eingeblendet und das fand ich gut, dass das gemacht wurde, das muss man dazu sagen. Ich fand die erste Staffel Hammer, mich hat die wirklich total überzeugt, sehr gefesselt, sehr mitgenommen und auch sehr zum Nachdenken angeregt, auch wenn ich zum Glück nicht so eine Vergangenheit in meiner Schulzeit habe, als es irgendeiner dieser Kids sozusagen hat. Muss man auch einfach mal ganz klar dazu sagen. Natürlich ist diese Geschichte sehr groß erzählt. Das heißt, hier treffen natürlich ganz viele Einzelschicksale in kleinen Rahmen sozusagen hinein. Eigentlich ist so eine Geschichte, also die Wahrscheinlichkeit, dass man 10 Jugendliche hat, denen allen irgendetwas aus diesem Rahmen passiert ist, die auch noch befreundet sind. Und das ist natürlich wahrscheinlich sehr unrealistisch, ohne dafür irgendwelche Zahlen belegen zu können. Aber diesen großen Kosmos in so ein kleines Schulklassenszenario zu bringen, fand ich einfach Hammer. Und das ist der ersten Staffel gelungen. Bei der zweiten Staffel gab es schon die erste Kritiken. Was will man eigentlich erzählen? Die Geschichte von Hannah ist erzählt. Was packt man jetzt noch da rein? Sehr spannend war, dass man die Geschichte jetzt im Grunde so ein bisschen aus der anderen Perspektive erzählt hat. Dass uns jetzt nicht Hannah nur ihre Sicht der Dinge erzählt, sondern alle Charaktere, die irgendwas damit zu tun haben, über die sie sprach, jetzt dazu kommen, uns ihre Geschichte zu erzählen und ihren Blickwinkel. Und das wusste man zu Beginn der zweiten Staffel nicht. So war ich auch sehr kritisch der zweiten Staffel gegenübergestanden, fand aber auch die sehr spannend. Und obwohl man ja irgendwo wusste, wo es hingeht, waren natürlich die Wendungen, die passierten, unglaublich
ja, auch wieder mit Sogwirkung für mich belegt. Auch ich habe die zweite Staffel sehr gut gefunden. Sie ist für mich nicht an die erste Staffel herangekommen, weil natürlich so mancher Spannungs- und auch gewaltvoller Effekt sich irgendwann abgenutzt hat. Das klingt total merkwürdig und auch ich denke da tatsächlich sehr oft darüber nach, ob sich das abnutzen kann und wie das eigentlich so weit kommen kann, dass es sich abnutzt. Dennoch war die zweite Staffel sehr gut erzählt und es war einfach mal eine Geschichte, eine zweite, dritte Dimension geben, weil man natürlich in der ersten Staffel und auch im Buch nur eine Perspektive gekannt hat. Und zu einem Geschehnis passen natürlich zwei, drei also Faktoren, beziehungsweise erleben die ja auch zwei, drei Menschen und jeder nimmt es anders wahr. Und das fand ich einen sehr guten Aspekt. Jetzt in der dritten Staffel hat man sich wieder gefragt, welche Geschichte will man jetzt eigentlich erzählen? Und natürlich geht die Geschichte jetzt weiter. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht groß spoilern, werde aber wahrscheinlich gar nicht drum herum kommen, so ein bisschen allgemeiner dann darüber zu sprechen, beziehungsweise auch über meine Gefühle dann natürlich zu sprechen. Denn in der dritten Staffel passiert etwas, was wir zu Beginn sehr früh erfahren, beziehungsweise auch der Trailer hat uns da schon gezeigt, denn einer der Charaktere stirbt, wird vermutlich umgebracht und diese Geschichte wird jetzt im Grunde aufgerollt. Es kommt ein neuer Charakter hinzu, den ich anfangs überhaupt nicht greifen konnte, wo ich echt mich gefragt habe, was will die, was macht die, warum ist die hier? Gibt es die eigentlich wirklich oder ist die nur eine Fantasiegestalt? Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Und die im Grunde irgendwie diese Geschichte einen Rahmen gibt, die Geschichten zusammenbringt und wirklich wunderbar auch wieder erzählt. Und wer sich jetzt so fragt, ja, was interessiert mich denn der Tod schon wieder von irgendwem und das sind ja auch nur Jugendliche, ja, da gebe ich euch absolut recht. Es sind nur Jugendliche. Ich muss aber hier wirklich anführen, dass es sehr reife Jugendliche sind. Natürlich haben die Fehler und natürlich verhalten die sich auch mal kindisch und manchmal sehr unvernünftig und man denkt sich so, ach Mensch, so ein bisschen Vernunft wäre nicht schlecht, hört doch auch mal auf eure Eltern. Tut natürlich am Ende niemand, aber es ist auch gar nicht dramatisch. Nichtsdestotrotz finde ich gerade, dass wenn man hinter dieses jugendliche Gesicht schaut, dass man das so viel entdeckt. Es passiert so viel in den Köpfen, in den Gefühlen, in diesen Menschen und das haben wir alle schon erlebt. Ich glaube, wir kennen alle irgendwie eine Art von Angst, ganz egal wie die aussieht. Wir haben alle irgendwie wo schon merkwürdige Dinge erlebt, traurige Dinge, schreckliche Dinge, gewaltvolle Dinge, wenn man auch nicht selbst davon betroffen ist, aber man hat es irgendwo erlebt und man kann sehr viel einfach mitnehmen. Und mich nimmt diese Serie tatsächlich sehr mit. Ich kann gar nicht erklären, warum. Das ist auch wieder so ein Phänomen, wo kommt diese Sogwirkung eigentlich her, warum hat man die? Aber man kann nicht wegsehen. Weiter ist es auch irgendwie wie ein Unfall, ein Autounfall, wo viele hinschauen. Dazu neige ich wieder nicht. Aber dass man so denkt, man muss irgendwie, man will tiefer schauen. Und mich hat anfangs so die ersten zwei, drei Folgen sehr gestört, dass man etwas getan hat mit einem Täter, was mir nie gefällt. Nämlich, wenn man einem Täter Erklärungen gibt, der arme Täter, er konnte nicht anders, weil die Kindheit war so schrecklich. Der arme Täter hat ganz Schlimmes erlebt, deswegen hat er die umgebracht, vergewaltigt, verprügelt, deswegen ist er schlecht zu seinen Kindern. Ich mag sowas überhaupt nicht. Es wird immer nur gefühlt über die Täter gesprochen, nie über die Opfer. Und das war auch so mein Gefühl in den ersten zwei, drei Folgen, wo ich auch noch einer lieben Freundin drauf gesprochen habe und einem guten Freund mit der auch parallel die Serie mit angesehen hat. Und ich gesagt habe, mich nervt das und warum macht man das jetzt? Warum gibt man diesen Täter die Plattform und warum vergisst man jetzt irgendwie die Opfer? Und ich will gar nicht wissen, dass das ein guter Kerl ist. Ich will nicht sehen, dass er sich vielleicht ändert. Für mich ist das personifizierte Böse in dieser Geschichte. Ich will gar nicht wissen, dass das ein guter Kerl ist. Und doch dann, ja, kam ein Switch in meinem Kopf und ein Gedanke, den ich früher und auch immer wieder, wenn es um so etwas geht, eigentlich immer wieder denke, es gibt eben nicht einfach nur Monster. Für mich gibt es keine Monster da draußen. Also ja, Menschen verhalten sich sehr schlimm, sehr böse, sehr gewaltvoll, aber per se sind es eben auch nur Menschen, die eben schlimme Dinge tun und keine Monster, die so auf die Welt kommen oder Ähnlichem. Und als ich diesen Switch in meinem Kopf hinbekommen habe, beziehungsweise auch die Serie wahrscheinlich in mir diesen Switch ausgelöst hat, war es um mich geschehen. Ich fand die dritte Staffel grandios, eben weil sie uns gezeigt hat, wie unterschiedlich das Böse sein kann und dass auch wir Böses in uns tragen. Selbst mit klitzekleinen Taten
Können wir einem Menschen wehtun? Können wir ihn verletzen? Können wir ihm den Tag versauen? Können wir, weil wir einfach nicht gelächelt haben, weil wir unhöflich waren, weil wir nicht Danke gesagt haben? Also ich überspitze das, aber so ist es. Auch wir sind manchmal einfach Monster. Auch wir sind manchmal egoistisch und böse, denken nicht darüber nach, wie unsere Worte, Taten irgendwem verletzen können. Natürlich in einem ganz anderen Rahmen, als es jemand tut, der jemanden umbringt. Ich möchte das gar nicht auf eine... Also nein, das möchte ich nicht. Aber das sind Gedanken, die mir einfach durch den Kopf gegangen sind. Und in diesem Moment hat es in meinem Kopf irgendwie geklickt, der Schalter wurde umgelegt und ich habe das gefeiert. Ich habe gefeiert, dass man uns zeigt, dass eben ein Mensch auch nur ein Mensch ist, der sich eben irgendwann dafür entscheidet, aus den verschiedensten Gründen irgendwas zu tun, was irgendwie nicht gut ist, was das Leben vieler anderen beeinflusst. Und das hat diese Serie für mich grandios hingebracht. Es gibt Wendungen, mit denen ich nie gerechnet habe. Es gibt Dialoge, die ich großartig fand. Es gibt Emotionen, die mich absolut gepackt haben und die mich zum einen an der Menschheit zweifeln lassen, zum anderen mir auch Mut geben, dass da draußen eben Menschen sind, die dafür eintreten und kämpfen, für was sie eben da eintreten. Und dass man dazu Kraft braucht und Mut braucht und dass man auch mal den Mund aufmachen muss, dass man kämpfen muss, dass es nicht alles einfach gegeben ist und es bleibt so. Nein, wir müssen dafür kämpfen, um irgendetwas in dieser Welt zu verändern. Und ich fand das großartig gemacht. Nicht nur die Geschichte, nicht nur die Wendungen, die Handlungen, diese kleinen Einzeltragödien, die eine große Geschichte ergeben, die miteinander irgendwie verwoben sind, ob sie es wollen oder nicht, sondern auch tatsächlich dieses ganze Schauspiel, was wir erleben. Diese jungen Charaktere, unsere Schauspieler in diesen Rollen, fand ich großartig. Wie viel über Augen wirklich transportiert wurde. Manchmal wirklich Dialoge mit wenigen Worten, aber man sieht, dass in diesen, die diesen Dialog führen, dass so viel über die Augen, die Mimik, die Gestik passiert und man denkt sich, oh mein Gott, ist das geil. Es ist qualitativ für mich wirklich eine sehr hochwertige Serie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch in dem Unterschied, ob wir in der Gegenwart sind, was sehr grau, bläulich angehaucht ist, oder ob wir in die Vergangenheit gehen, die ein bisschen bunter, heller gestaltet ist. Ich fand diese Switches wirklich unglaublich gelungen, auch wenn wir dann so in die tiefen Abgründe von Charakteren hineingehen, wie düster das gemacht wurde. Dann dazu Musik oder auch das Fehlen ganz bewusst von Musik, einfach der Hammer. Also es ist für mich eine Serie, die mich bis zum Ende sehr gepackt hat, die mich wirklich ab der dritten, vierten Folge hatte, die mich gegen Ende auch wieder sehr zerstört hat und ich froh war, dass dann der Schluss ich nicht ganz alleine für mich war, sondern ich jemanden hatte, mit dem ich auch mal Pause dazwischen machen konnte, mich kurz unterhalten konnte und dann weiterschauen konnte und im Grunde jemand ja zum Händchen halten hatte. Und das passiert ja sehr, sehr selten in Serien, dass mich etwas so mitnimmt. Man kann sich jetzt fragen, warum man sich eine Serie anschaut, die einen so runterzieht, die einen so ernste Themen betrifft. Und ja, die Frage ist absolut berechtigt. Ich kann es auch nicht erklären. Ich weiß nicht, warum man sich das im Grunde gibt, warum man das auch irgendwie gut findet. Aber ich glaube, es ist eben ein Teil unserer Welt. Und man braucht keine High Fantasy, man braucht keine Schlachten zwischen Orks oder weißen Wanderern und Menschen. Wir haben Schlachten in unserer eigenen Welt zu schlagen. Und ich glaube, dass das Schlachten sind, die auch geführt werden müssen. Und wenn diese Serie aufrüttelt, wenn diese Serie andere zum Nachdenken bringt oder auch gar Betroffene, Opfer dazu bringt, darüber zu sprechen und sich dann irgendetwas Kleines für die ändert, dann ist das für die etwas Großes. Und nur dann, also ja, man muss nicht eine Serie oder einen Film oder ein Buch lesen, schreiben, was auch immer, schauen, damit sie das Leben verändert. Aber ich finde, dann ist da Kraft. Und für mich hat diese Serie die Kraft. Und ich, ja, also ich war auch von dem Ende ganz schön bestürzt. Ich war wirklich auch gefühlt fast sprachlos, welchen Weg sie gegangen ist. Und war gleichzeitig so begeistert und angetan, dass sich diese Serie das traut. Das Ende macht so den Eindruck, wie wenn es noch eine vierte Staffel gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die schon bestätigt ist oder noch in den Gerüchten stand. Auch da wäre ich jetzt wieder kritisch und würde denken, wenn sie in die Richtung geht, die ich gerade vermute, dann weiß ich nicht, ob sie mich interessiert. Aber wahrscheinlich schon. Also ich finde, Netflix hat hier etwas sehr Großes geschaffen. Nicht nur Jay Asher, der das Buch geschrieben hat zur ersten Staffel, sondern auch wirklich, wie das weitergedacht wurde. Und ich finde auch, dass die dritte Staffel wirklich sehenswert ist. Man muss ihr diesen Moment, finde ich, einfach geben.
um dann dahinter zu sehen und alles hinter diesen Jugendlichen zu erkennen. Hinter den Jugendlichen, die die Rolle spielen, aber auch die Rolle sind. Und ich fand das einfach Hammer. Und ich finde es gut, dass gezeigt wird, dass eben es nicht einfach Monster sind, die schlimme Taten tun, sondern es einfach Menschen sind. Und so ist das im wahren Leben auch. Es gibt nicht per se das Böse. Nein, das gibt es einfach nicht. Und das ist ja was, was mich schon sehr, sehr lange, gerade zum Beispiel auf Kriegsgeschichten immer sehr beschäftigt, auf Massenmörder, dass die einfach nicht per se böse sind und Monster sind. Und also, ja, dass man sich das gerne so erklärt. Aber das ist eben nicht so. Also das Böse steckt in uns allen. Und ja, ich glaube, wir müssen alle aufpassen, dass wir das Böse nicht rauslassen und wecken. Und ja, so, genug gequatscht. Ich, ja, wie ihr merkt, ich bin sehr emotional. Ich habe jetzt auch versucht, das so neutral wie möglich zu erzählen, um die Handlung nicht zu sehr zu spoilern. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Wenn ihr die Serie geschaut habt, ja, schreibt mir das gerne mal. Oder wenn ihr aus irgendwelchen Gründen sie vielleicht nicht schaut, dann schreibt mir gerne auch mal das, was euch vielleicht gestört hat, was ihr gut fandet, je nachdem, ja, zu welcher Fraktion ihr gehört. Ich glaube, so ein Mittelfeld gibt es bei der Serie gar nicht. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, ich werde mich jetzt beruhigen. Ich werde das wirken lassen und dann jetzt demnächst mal was Lustiges schauen. Wer lustige Serienempfehlungen hat, kann mir sie gerne mal in die Kommentare packen. Es wäre vielleicht mal Zeit für sowas. Mal ein bisschen lachen. Und nein, ich werde nicht nochmal die Gilmore Girls rewatchen. Die waren nämlich auch nur bis zu einem gewissen Grad lustig. Aber gut, ja, soviel dazu. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, bin sehr gespannt auf eure Gedanken. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.